Ja, dann würde ich mal sagen, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Das dürfte jetzt die Folge 2 sein. Ich kann schon gar nicht mehr mitzählen, so fleißig waren wir. Hey, Clemens, du hörst mich? Ich höre dich und Fleiß ist ja so eine, ja, Naja. es gibt diesen schönen Satz von wegen Inspiration und Transpiration und Fleiß ist eher Transpiration. Das ist ja was, was wir als Läuferinnen sehr gut kennen. Wir sind eher für die Inspiration zuständig, deswegen fand ich die Pause jetzt auch okay. Wir versprechen aber, dass die Pause nicht beim nächsten Mal wieder so lange sein wird. Naja, wir müssen uns Ziele setzen. Unbedingt, ist ja Naja. Neujahr jetzt und Silvester, da setzt man sich Ziele. Das ist Tradition. Ja, genau. Ach, ich finde es eigentlich furchtbar mit den Zielen, auch im Hinblick auf die Lauferei. Aber man sagt, es soll ja helfen. Aber was ganz Das ist anderes. tatsächlich, ich finde es auch so lange furchtbar, bis ich merke, wie furchtbar es ohne Ziele wird. Und da ist dann Naja. der, ja, deswegen, don't blame the Ziele, ja. Naja, du weißt ja, die lässigsten Typen haben dann am Ende doch irgendwelche Trainingspläne und Ziele. Ist dann halt Natürlich, so. das alles, ja, alles Ja. Illusion, Ja. absolut. Ich muss dich eigentlich nicht fragen, wo ich dich erwische, weil ich weiß es, du bist in Berlin und ich bin hier in Unterwössen im Chiemgau. Ja, ich bin in Berlin, Aber ja. ich will dir jetzt immer so eine obligatorische Frage zum Beginn des Podcasts stellen. Und Frag mich. zwar, super kreativ, warst du heute schon laufen? Jein, jein tatsächlich. Wieso, was ist, wieso Jein? Es gibt ja diese komische Regel, eine Meile gilt als Laufen. Ich bin heute Morgen wirklich losgelaufen und dann ergab es sich aber, dass sich Sachen überschlugen und ich den Lauf abbrechen musste, einfach aus terminlichen Gründen. Also ich war 2, Kilometer, vielleicht 3 Kilometer laufen. Okay, und dann klingelt Und das Telefon und dann ist jemand dran und nee, dann. es war eher so, dass ich dann begriffen habe, dass es nicht sich, wie der Österreicher sagen würde, es sich nicht ausgeht, was ich Ja. so vorhatte als Tagesplan. Und dann habe ich beschlossen, das ruiniert mir, macht mir mehr Stress, den Lauf jetzt eine Stunde zu laufen, anderthalb, als jetzt zu sagen, komm, jetzt organisiere den Tag ordentlich. Ist leider manchmal so. Okay. Warst du schon laufen? Ich war heute laufen. Ich wollte eine Skitour gehen. Du weißt ja, Ja, du bist ja, ich bin die letzten ja. 2 Winter da so ein bisschen reingekommen. Reingerutscht sozusagen. Ich bin da reingerutscht, quasi so wie Manuel Neuer bin ich da reingerutscht, genau. Und das macht mir eigentlich auch Freude, aber ich habe heute gemerkt, dass es auch so eine Sache ist, die dann mit meinem Alltag dann nicht so kompatibel ist wie es Laufen. Ich war dann laufen, weißt du, weil das ging dann schnell und von der Haustüre weg und das geht mit den Skiern hier nur, wenn wirklich viel Schnee liegt und so viel Das Schnee hat es heißt, nicht. dieses Gerücht, dass Laufen die intuitivste und einfachste Sportart ist, stimmt am Ende doch. Ja, das war super effektiv und ich war auch gar nicht lange laufen, vielleicht so 30, 40 Minuten, auch nur hier auf diesen Halbhöhenwegen, kennst du ja. Ja. Und also das war wirklich nichts Besonderes. Ah, sag das nicht. Ja, genau, sagt es nicht, aber es war halt sehr effektiv und ich war danach tatsächlich in einem anderen Zustand wieder hier. Das Ich wäre auch war der echt Grund, froh. warum ich heute Morgen eigentlich laufen wollte. Und ich habe das selten, dass ich so, weil ich es eigentlich ganz gut, vielleicht zu gut auch wegdrücken kann, wenn ich sagen kann, okay, Stress. Aber heute wollte ich unbedingt und das habe ich wirklich selten, dass ich dann einfach im Laufe merke, nee, das ist irgendwie. Ja. Ich hätte es einfach gutes Gewissen auf Kosten anderer gemacht. Ich hätte dann Leute mit Arbeit allein gelassen oder mit Druck oder Angst, dass es die Arbeit nicht mehr klappt. Und dann war ich dann doch netter Kerl, hab gesagt, nee, dann musst du jetzt ins Büro. Ja. Du, Clemens, Ja. wir haben uns heute was überlegt, ja. Wir haben so einen großen Überbegriff heute. Ja, den Landschaft. schönsten, ja. Ja, wir wollen über Landschaften reden. Finde ich sehr, sehr spannend und vor allem auch sehr, sehr schön. Bei mir entwickeln sich da so direkt so romantische Bilder im Kopf. Ja, Ja. ich komme, wenn ich Landschaft höre, ich weiß nicht, wie es dir geht, bei mir ploppt da immer so diese englische Romantik auf, ja, Oh. mit diesen schweren Bildern und so. William Nee, ich bin da Turner. tatsächlich komplett, auch wenn ich ja ein medialer Typ bin, aber bin ich da komplett unmedial. Also ich sehe komplett Ja. vor mir
tatsächlich halt deutsche Landschaften. Also so dieses Mittelgebirge, wogende Täler, die sich so scherenschnittartig in der, im Hintergrund ver, immer, immer milchiger und immer unschärfer werden. Eigentlich so dieses, diese Welt zwischen Tal und Berg. Mhm. Grün, sehr grün. Genau, das ist das, was ich bei Landschaft sehe. Hat es bei dir auch immer was mit so ganz weitem Ausblick zu tun? Tatsächlich ja, obwohl ich aus einer Gegend komme, die gar nicht so bergig war. Aber es gab schon, irgendwie war das immer so als Kind so, es gab so diese Höhen, die gar nicht hoch waren, wo es eigentlich nur um Geometrie und um irgendwie so, ja, so Winkel ging, wo man auf einmal sagte, von da kannst du schon Marburg. Marburg ist bei mir zu Hause, wo ich herkomme, die nächstgrößere Stadt sehen. Und von da kannst du bis zum Hohe Rootskopf, was ein Berg ist, in einem Mittelgebirge in Hessen gucken. Mhm. Und das war schon auch klar, immer so dieses, da, weil, kann ich mich als Kind noch erinnern, wenn so ein Punkt kam, wo auf einmal, ohne es wirklich sich anstrengend irgendwo hochgearbeitet zu haben, auf einmal weit gucken konnte. Das ist, weiter Blick ist schon auf jeden Fall ein Thema, ja. Oder ich war zum Beispiel mit meiner Mutter und meiner Tante und meiner Frau letztes Jahr am Tag vor Weihnachten, also fast vor einem Jahr, im Vogelsberg wandern. Das ist ein Mittelgebirge im Hessischen, wo ein toller Ultra, by the way, ist, wo Matthias Krah herkommt. Und da gab es auf einmal so einen Blick auf Frankfurt. Und Frankfurt ist da immer noch 80 Kilometer weg und du konntest so richtig diese Skyline sehen und auch die, die Europäische Zentralbank, die ja ein bisschen weg der eigenen Skyline ist auf dem alten Großmarktgelände. Und das war, am Tag war ein irres Licht und du hast auf einmal so wirklich so ganz prägnant so Häuser gesehen. So eine, das war auch schon, ja, ich finde dieser Blick, das ist schon was Tolles. Ich habe auch so ein ganz ursprüngliches Landschaftserlebnis, auch mit so einem weiten Blick. Und zwar, da war ich vielleicht so, ich weiß nicht, vielleicht 5 oder 6. Da bin ich mit meinem Cousin so bei uns durch den Wald gelaufen und wir kamen nach vielleicht 1 Kilometer oder 2 von daheim weg in so eine Lichtung, ja. Und da hatte man Blick von uns bis Stuttgart. Und man hatte tatsächlich bei so einer klaren Sicht den Stuttgarter Fernsehturm gesehen. Ziemlich genau 50, 60 Kilometer entfernt, ja. Und ich bin dann heim und war total aus dem Häuschen und habe meiner Mutter erzählt, dass ich den Stuttgarter Fernsehturm gesehen habe, hier von uns aus. Für meine Mutter war das natürlich nichts Neues, dass man den sieht. Aber für mich war das einfach unglaublich, weil das ja eine andere Welt war und unglaublich weit weg, ja, von der Dimension her, zumindest damals. Nee, absolut. Also ich glaube auch, dass, das ja übernimmt auch so Sachen wahr. Das ist einfach total. Also ich weiß auch, wenn ich zum ersten Mal in Bergen so war als Kind, auch dieses Runtergucken und dieses, was eine Perspektive ist, die man ja so, die kennt man aus Büchern, die kennt man vielleicht von der Modelleisenbahn oder vom Spiel, wenn man auf irgendwas drauf guckt. Ja. Aber wirklich mal so eine Vogelperspektive zum Beispiel zu haben, das ist ja was man sich immer nur vorstellt. Wie wäre das jetzt von oben drauf zu gucken, das zum ersten Mal zu sehen als Kind, das war schon, ja, irre. Ich hab als Kind ganz oft geträumt, dass ich fliegen kann. Oh, das ist ja, nee, hab ich nie. Ja, ja. Ich hab dann immer so im Traum, hab ich dann so Anlauf genommen, so ein 50 Meter Sprint, ja? Ja. Die Arme auseinander und dann ging's einfach so hoch. Ja. Ich bin dann so durchs Dorf geflogen. Du warst ein fantasiebegabtes Kind. Ja, ja, ich bin dann so durchs Dorf geflogen und habe bei meiner Tante im zweiten Stock zum Fenster reingeguckt. Die hat dann da Kuchen gebacken. War ganz nett. Was soll sie auch sonst machen? Ja, ja, mei, klar. Was man halt damals so gemacht hat. Gab ja noch kein Instagram, konnte man noch Kuchen backen damals. Ja, konnte man keine Kuchen fotografieren, musste man sie backen. Musste man sie essen und backen. Ja, genau. Eigentlich die schönere Vorstellung. Ja. Gut, aber wir müssen bei der Landschaft bleiben. Ja. Was mir heute auch durch den Kopf ging, Clemens, bei diesem Thema und bei diesem Wort Landschaft, das Erste, was ich mir auch so dachte, ja, ich bin ja hier in den Alpen, ja, und ich habe ja Landschaft, unfassbar viel Landschaft. Also so viel. Ja, steckt ja schon im Wort drin. Landschaft und Stadtschaft gibt's nicht. Eine Stadtschaft ist, genau. Was ist eine Stadtschaft? Und dann habe ich mir gedacht, ach, der arme Kerl in Berlin, hat der denn auch eine Landschaft, ja? Oder nur, oder ist die Märkische Heide?
Die gibt es sicher auch, Märkische Schweiz gibt es zum Beispiel. Ja. Die Märkische, ja, das ist also ja muss man, Begriff, muss man da natürlich dann schon raus bei euch aus der Stadt, um wirklich Landschaft zu haben? Ich meine, Grün habt da ihr fällt ja. Mir ein, ihr habt ja Grün ja in Berlin, oder? Absolut. Und da fällt ja mir ein Disput ein, den wir oft haben in der Bildauswahl im Trail-Magazin. Ja. Dass ich immer finde, so Bilder von rein alpinen Trails zum Beispiel, wo ich dann ja sehr oft sage, naja, irgendwie mir ähneln die zu sehr. Hm. Lass doch da mal ein Haus drauf sein, eine Almhütte, irgendwie ein alte Festungselement aus den Dolomiten. Ja. Vielleicht auch irgendwas, was total hässlich ist. Also hässlich jetzt im romantischen Sinne. Also ein Seilbahnmast, ein irgendwie. Weil ich immer, also ich mag das ja durchaus auch. Ich finde ja, dass kulturelle Einprägungen in die Landschaft und eine Großstadt ist nun mal nur voll von kulturellen Einprägungen, weil alles, was hier ist, ist das war ja mal leeres Land und das ist jetzt ja radikal bebaut und verdichtet. Und ich kann das schon auch als Landschaft oder als Kulturlandschaft wahrnehmen. Das heißt jetzt nicht, dass ich großen Spaß daran immer nur durch Berlin zu rennen, aber ich genieße das schon und ich merke, dass ich meine Läufe in Berlin, wenn ich denn jetzt nicht einfach nur sage, ich trainiere, sondern ich lege mir eine schöne Laufroute, dass ich die ähnlich plane wie in der natürlichen Landschaft, in Anführungsstrichen, weil die Frage ist ja immer noch, was ist heute noch Natur? Dass ich immer auch bei hier gucke, kann ich da an irgendwelchen Industriearealen vorbeilaufen, vielleicht ein Stück an der alten Eisenbahn, einer alten Industriebahn, die es nicht mehr gibt, oder die aber noch sehbar ist, oder die in der Wuhlheide, muss man dazu sagen, die Wuhlheide ist ein Landschaftspark, ein Naturpark in Berlin, der entstanden ist, weil es einmal der größte, ein großes Eisenbahndrehkreuz war, wo die Linien aus dem Osten, also wirklich noch vor dem Zweiten Weltkrieg, auf die Linien hier stoßen, da brauchte man für diese ewig langen Güterzüge ja lange Runden, damit die sich wieder die Richtung ändern konnten. Und das war jetzt eigentlich ein Eisenbahndreieck gewesen. Und wenn man da jetzt durchläuft und dann immer noch sehen kann im Wald, auf einmal läuft man auf so Hüppelchen, wo man sieht, dass da lagen mal vor 50 Jahren Schienen. Mhm. Und die Natur das immer noch erinnert sich immer noch dran, indem sie einfach immer das Muster hat von den Schwellen. Und das ist für mich dann, ja, also ich finde, man kann. Die Reize, die ich mir da suche, sind ähnliche, nur es ist dann halt eine kulturelle Landschaft. Ja, nee, ist klar. Ja. Ich glaube, wenn man im urbanen Umfeld läuft, also wenn ich dann mal in München bin und in München laufe, klar, dann versucht man ja auch einfach Laufrouten sich zusammen zu basteln. Wobei in München ja sehr viel Natur hat. Die einem auch gewisse Reize einfach bietet. Ja. Ich finde es eher immer schwierig, in so disziplinierter Natur unterwegs zu sein. Wo ich zum Beispiel herkomme, das liegt auch daran, dass da mal eine Munitionsfabrik war, Dritten Reich, dann Kasernen, also sehr viel, das war alles sehr organisiert dort. Und du hast dann so einen Wald, der einfach schnell hochgewachsene Fichtenschonungen mit so einem karierten Raster drüber gelegt mit Forstwegen. Mhm. Und das finde ich eher schwierig, in so einer da vermeintlichen Natur unterwegs zu sein, wo es aber eigentlich nur auf 5 Meter breiten Forstwegen geradeaus geht. Und dann im rechten Winkel wieder ab. Da muss ich jetzt kurz was wirklich dazu sagen. Aber jetzt mache ich mir wirklich Feinde. Aber ich bin mal den Rennsteiglauf mitgelaufen. Ja. Ich glaube, da finde ich einen Stadtmarathon attraktiver. Es gibt ja verschiedene Rennsteige auf dem Rennsteig, was die, glaube ich, Touristen auch geschickt gemacht haben. Wir sind ja teilweise auch bei Crossing Germany aufgelaufen und hatten da tolle Momente auf dem Rennsteig. Den meine ich also keine nicht. Frage, mit großen, weiten Blicken. Ja. Aber ich weiß, was du meinst. Ja. Ich meine einfach diese breiten Wege, die es natürlich überall irgendwo im Mittelgebirge dann doch gibt. Ja. Also die bringen mich auch zum Verzweifeln. Wenn du jetzt sagst, ich wohne in der Stadt und in der Natur, dann imaginiert man die Stadt als Industrieort, deswegen sind Städte entstanden, das ist heute was ganz anderes, heute gibt es Kreativindustrien, wie man so schön sagt, aber die Stadt ist über die Industrialisierung entstanden und dann vergisst man schnell, dass eben Natur auch zu großen Teilen längst industrialisiert ist und die Forstwirtschaft, wie sie in Deutschland an vielen Orten funktioniert, ist halt auch industrialisiert und genauso wie eine Fabrik ökonomisch und ergonomisch funktionieren muss, wie auch jeder lange Lauf, der ökonomisch und ökonomisch funktionieren muss, haben wir leider auch sehr viele Wälder, die darauf ausgelegt sind, dass sie eben einfach abzuholzen sind. Und in diesen Wäldern zu rennen, macht keinen Spaß. Nein, es sind Wirtschaftsräume. Ja, das sind Wirtschaftsräume, genau. Ja. Und das ist sowas, ich habe das ja im Vorgespräch dir auch gesagt, ich bewundere oder beneide so Menschen, die in Berlin leben, hier auch ihre Base haben, glücklich sind, aber so einen Link haben in wirkliche Landschaften. Das kann einfach jemand sein, der ganz aus dem Norden von der Insel kommt, oder jemand sein, der aus dem tiefsten Schwarzwald kommt, wo er wirklich
noch der Natur oder eben jemand, das unter Wasser kommen könnte, wo einfach Natur noch in so einem unmittelbaren Sinne da ist und sich weiß dann immer nicht, ob es einfach nur daran liegt, dass diese Natur so unwirtlich und so unbezähmbar ist wie in den Hochalpen oder auf einer nordfriesischen Insel. Oder ob es tatsächlich daran liegt, dass man in so mitteldeutschen Gebieten immer so dachte, naja, irgendwie Kapitalismus, da macht man aus der Natur halt irgendwie auch was, was Geld bringt. Aber umso ergriffener bin ich immer, wenn man dann mal doch auch da, wenn ich meiner Mutter in Neustadt in Hessen laufe, wieder Orte finde, wo das ganz anders ist. Und dann merke ich schon, wie schön das ist. Ich habe eine E-Mail, ich muss jetzt noch mal kurz zurückspulen, da wollte ich am Anfang drüber reden. Ich habe eine E-Mail bekommen, quasi einen Leserbrief von einem Mann, der meinte, er findet es nicht schön, dass wir so explizit und auch immer so mit so einem gewissen Nachdruck über Trailrunner reden, ja. Er findet es besser, man würde einfach über Läuferinnen und Läufer reden, ja. Er sieht da eine Grenze gezogen, wo quasi keine sein muss, ja. Und da bin ich dann auch so ein bisschen auf dieses Landschaftsthema einfach gekommen, weil ich natürlich schon finde, das stimmt, Laufen ist Laufen und es gibt ja auch die Läuferin und der Läufer und der Trailrunner ist ja auch ein Läuferin und ein Läufer. Also ganz klar, aber trotzdem finde ich, muss man es dann doch auch so definieren, dass man dann in bestimmten Situationen einfach auch einen speziellen Trailrunner dann einfach ist, ja. Und deshalb. Da kann ich ein Gespräch von heute Morgen, das war die Sitzung, aufgrund der ich meinen Lauf abbrechen musste, erzählen. Ich mache hier in Berlin, ich bin, was viele wissen, manche nicht wissen, ja noch Gastro-Redakteur hier für ein Berliner Stadtmagazin und mache dort auch die Brandenburg-Edition, das ist einmal im Jahr ein Magazin, das die Berliner raus nach Brandenburg schicken. Da ging es eben auch darum, welche Sportarten man in dem Magazin spiegelt und die explizit Brandenburg brauchen. Und mein Chef und Inhaber des Magazins, Robert Rischke, hallo Robert, der ist auch wirklich guter Läufer, läuft im Marathonzeit um die 3:15 und der meinte dann auch so ganz trocken, naja, aber fürs Laufen brauche ich doch nicht Brandenburg, da laufe ich doch einfach, wo ich bin, laufe ich los. Ja. Und ich glaube, das ist der Unterschied tatsächlich. Also ich würde auch sagen, und ich kann auch nachher erzählen, warum ich Trailrunner geworden bin, man läuft, und ich sehe es halt eben genau anders. Und das trifft den Punkt irgendwie. Natürlich gibt es diese Vorstellung, dass Laufen das ist und wir alle sind da auch nicht frei von. Wir laufen oft genug, auch nur um des Laufens willen. Das wäre schlimm, wenn es nicht so wäre. Na gut, Laufen. Das ist ja auch ein toller Moment, dass es einfach nur ums Laufen geht und das wirklich egal ist. Laufen ist oft ein Kompromiss. Das kann ja bis aufs Laufband führen, diese Sache einfach nur zu sagen, ich will einfach diese spezifische Form der Bewegung spüren. Ja. Aber nein, ich glaube schon, dass es diesen Unterschied gibt, der ja immer in diesem vielleicht zu einfachen Bild, wenn man Läufer ist oder Läuferin, dann hat man diese Trainingsläufe, die immer auf ein Event, auf einen Marathon, auf einen 10K-Lauf hinverweisen, wenn man Trailrunner ist. Ist jeder Lauf wichtig, das ist zu einfach gegriffen, auch seit Trailrunning in der Breite auch ein Wettkampfsport und ein ambitionierter Sport geworden ist. Aber ich glaube schon, dass es da einen Unterschied gibt. Und das ist eben, ich würde sagen, nein, ist es nicht so, lieber Leser. Nee, also ich meine, es ist ja klar, das eine ist Laufen und ist die Bewegung und das andere ist einfach die Auseinandersetzung wirklich dann mit Berge und mit Natur und allem. Und da ist einfach ein Unterschied. Also was ich natürlich verstehe, und das mag ich eigentlich auch nicht, wenn man sagt, Trailrunner sind anders, weil das sind so und so eine Typen und diese Community ist ganz anders und ja, da weiß ich auch nicht. Also da muss ich auch keine Grenzen ziehen, aber in der Sache als solche finde ich, ist es natürlich ein riesengroßer Unterschied, ob du ganz bewusst in die Berge fährst zum Laufen oder in, sag mal, relativ ja unberührte Natur oder ob du es halt sag mal, irgendwie vor der Haustüre machst. Das ist halt. Ich würd so weit noch gar nicht gehen. Ich finde, es macht schon einen Unterschied, einfach nur, ob du die
Umgebung, in der du läufst, wahrnimmst. Und das würde ich schon als Trailrunning bezeichnen. Gut, aber das würde ich ja einem Läufer, der in der Stadt läuft, dem würde ich das ja jetzt auch nicht absprechen wollen, dass er ganz bewusst läuft. Nee, das, ja, dann wäre für mich schon jetzt im übertragenen Sinne fast schon wieder ein Trailrunner. Ich glaube, es geht sozusagen um Laufen als irgendwie eine Partizipation. Jetzt sind wir der Begriff, um den es heute geht, an Landschaft. Hm. Dass du Laufen wahrnimmst als etwas, was wach deine Umgebung mitnimmt. Hm. Und vielleicht ist dann für mich der stupide, an irgendeinem Hang seine Bergintervalle schruppende Trailrunner, die Trailrunnerin, weniger Trailrunner, Trailrunnerin als jemand, der sich eine schöne Landschaft nimmt, die vielleicht so gar nicht auf den ersten Blick wild und rough ist, aber die aufsorgt. Vielleicht ist mein persönliches Bild von Trailrunning, weil es da eben keinen anderen Begriff für gibt, und eher der zu sagen, jemand, der läuft, der in seiner Umgebung läuft und mit dieser Umgebung läuft. Hm. Was war denn bei dir so eine Landschaft in den letzten Jahren oder auch während deiner ganzen Trailrunning, Karriere, in Anführungsstrichen, die dich so richtig begeistert hat? Wo du vielleicht auch erst dadurch, dass du durch die Landschaft gelaufen bist, sensibilisiert worden bist dafür, was das überhaupt für eine Landschaft ist. Gab es da mal was? Da gibt's viel, da gibt's ganz viel. Ich mag den West by Southwest Way in England super gerne. Das ist ein riesenlanger Weg, der geht von Bristol komplett, also gegenüber von Liverpool quasi, wo Wales dann auch in England schließt, von dort bis zu Land's End im Westen und dann eigentlich die komplette Südküste lang. Und ich meine jetzt aber vor allem den Teil in Cornwall, also wirklich um Land's End rum, Penzance, da so die bekannte Stadt. Und das ist natürlich tatsächlich ein Thema, weil du diese Themen, dieses, also Fun Fact, da in der Gegend werden auch viele Inspektor Barnaby-Filme gedreht. Mhm. Also diese Mischung aus einer roughen, postindustrialisierten, kaputten Orten, verlassene Hafenareale, diese pittoresken südenglischen Dörfer, dann wieder ganz Natur, Steilküste. Und das ist natürlich was, das in the whole picture sozusagen zu kriegen, da hilft Laufen natürlich, weil du einfach in einer Stunde diese drei Welten erlebt hast. Und wenn du dann wanderst, brauchst du dafür vielleicht einen Tag und hast dann viel zu lange Distanz zwischen einzelnen Wahrnehmungen, um die zusammenzubringen. Und das ist für mich ein Lauf, an den ich mich in dem Fall total wahnsinnig gerne erinnere. Plus die Fish and Chips, die man unterwegs isst und so. Glaubst du, dass diese Geschwindigkeit, die man beim Laufen hat, also diese Geschwindigkeit, die man beim Wandern noch nicht hat und auf einem Motorrad oder Mountainbike vielleicht zu sehr hat, dass die beim Laufen genau ideal ist? Vielleicht ist das ein Phänomen unserer Zeit. Es gibt einen tollen Text von Nietzsche, jetzt wird's philosophisch, Friedrich Nietzsche, der erklärt, warum wir die, und da gibt's ja auch den Tod in Venedig, Thomas Mann, Verfilmung, diese Faszination von uns für die Gondeln in Venedig. Und da geht es darum, dass diese Gondoliere genau die Schrittgeschwindigkeit fahren. Die rudern die ja nicht, sondern stachsen diese Gondeln weiter. Und vielleicht ist das Laufen und dieses Laufen, und deswegen macht es vielleicht auch Sinn, in der Stadt dann eher hektische Intervalle zu laufen, das Laufen so ein Tempo, was für diese neue Zeit, die schneller geworden ist, sehr gut passt. Und ich finde, ja, Laufen ist ein gutes Tempo, um die Welt, wie sie gerade ist, komplex wahrzunehmen. Und ich finde auch, dass ich teilweise in einem Run in einer Landschaft das besser oder komplexer wahrnehme als in der Wanderung. Vielleicht auch, weil die Wanderung dann eher mir Zeit lässt, auf mich zurückzuwerfen und so. Also ich finde das ein gutes Tempo dafür, ja. Ja, absolut. Geht mir auch so. Ich mag das auch, wenn ich so das Gefühl habe, ich kann, ja, sagen wir mal, in so einem begreifbaren Zeitrahmen auch so eine Landschaft
in einer gewissen Art und Weise wirklich auszulaufen, ja. Ja. Also mal, das, ja. Weißt du, wie ich meine? Total, deswegen, ich weiß nicht, ihr Leserinnen, Leserinnen. Eben ein ganzes Tal oder eine ganze Bergkette, dass man das Gefühl hat, man hat es jetzt dann trotzdem so an einem Stück alles irgendwie in sich aufgesogen. Also ich mag deswegen ja auch für die Reisegeschichten im Trail-Magazin, was wir dir gemerkt haben, so überschaubare Laufreviere sehr gerne. Also Bornholm ist da für mich ein super Beispiel. Wenn man eine Woche ist, dann hat man diese Insel einfach wirklich im Wortsinne erlaufen. Hm. Und das finde ich ganz toll. Ja, das ist, weil das, es auch so eine, das ist der richtige Begriff, sich das in so einer Gänze erlaufen. Das ist richtig schön. Also finde ich, geht mir auch ganz oft so auf einer Insel, dass ich dann so richtig stolz bin, wenn ich mir so eine Insel komplett erlaufen habe, ja, also kreuz und quer und einmal an der Küstenlinie entlang. Also ist irgendwie ein cooles Gefühl so. Man hat dann irgendwie auch so das Gefühl, man ist jetzt hier und man hat das alles sehr viel mehr verstanden als alle anderen Touristen hier. Ja. Also jetzt, ich habe ja eben schon gesneakt, dass ich erzählen werde, wie ich zum Trailrunning gekommen bin. Es war ja so, ich habe sehr spät angefangen zu laufen mit, da war ich über 30 tatsächlich. Ich war davor, ich galt zumindest vor mir selbst als unsportlich und habe dann angefangen zu laufen. Das war so 2006, sowas wird das gewesen sein. Bin dann relativ kurz danach, ab 2008 Reiseredakteur geworden. Und dann kam das so beides so zusammen, dass einerseits, das habe ich letztes Mal schon angedeutet, in Berlin laufen echt noch uncool war. Das heißt, wenn man sich connected hat mit anderen Läufern, war das immer so dieses Trainingsgruppen, komm an, sag deine Zeit, dann wirst du eingeteilt in diese Gruppe und dann läufst du dahin und dann musst du sagen, für welchen Lauf du eigentlich läufst. Weil du läufst ja eigentlich gar nicht, sondern läufst ja nur für einen Lauf. Das war in Berlin sehr einfach. Es gab die Vattenfall-City-Nacht, es gab den Halbmarathon und den Marathon. Und gleichzeitig war ich eben Reiseredakteur und habe dann angefangen, in den Regionen, wo ich war, meistens nochmal so einen Tag, das waren ja immer so kurze Pressereisen, so 3 Tage, noch einen Tag dran zu hängen und weiß, dass ich eine zum Beispiel im Engadin war und bin dann an einem Tag die Via Engadina, das ist ein Wanderweg auf halber Höhe von fast hinten Samnaun, also Skoul, also wo dann Österreich kommt, bis St. Moritz und dann bis zum Aloja-Pass weiter. Ja. Der ist relativ schön zu laufen, weil er auf diesen 1000, der geht so von 1,5 hoch auf 1,8, aber eigentlich bleibt er immer auf dieser Höhe. Und da habe ich dann für mich so gemerkt, genau das ist das. Dieses einfach so eine Landschaft, wo du davor 3-mal, 4-mal so lange auf Pressereise warst und ganz viel mit kleinen Bussen durch die Gegend geschattelt wurdest und alles eigentlich gesehen hast. Mhm. Aber the whole picture hast du erst zum Lauf gekriegt. Okay, was hast du denn auf den Pressereisen gemacht, als du noch nicht Läufer warst? Also da war ich schon Läufer. Ich bin ja 2008 erst Reisejournalist geworden und bin seit 2006 schon Läufer. Gut, das also war du ich tatsächlich. Hattest immer die Laufschuhe dabei, okay. Ich hatte immer die Laufschuhe dabei, ja. Ja, verstehe. Ja. Mhm. Absolut. Okay. Ja. Gut, haben wir ja. Landschaft, sehr gut. Ich stelle gerade fest, Clemens, dass sich die Landschaft hier bei uns die letzten 2 Wochen stark verändert hat. Du weißt, wieso. Schnee. Ja. Genau. Ist sehr beeindruckend, weil das wirklich komplett anders einfach aussieht. Ja, also so eine Verwandlung von so einer Landschaft. Das ist, glaube ich, auch in Alpen nochmal anders, weil wenn in Berlin Schnee liegt, dann ist das ja zumeist eine Form von, ja, so eine Garnitur, wie so 2 Salatblätter neben Schnitzel, und Schnitzel bleibt trotzdem der Schnitzel. Ja. Also wir hatten jetzt ja auch schon Läufe auf weißem Untergrund, aber natürlich war das eher wie so Theaterspray. Also nein, bei uns sieht der Schnee aktuell zumindest noch anders aus, als offensichtlich bei euch. Naja, auf jeden Fall ist es so, dass mich das natürlich stark beeindruckt. Also erstmal sieht es einfach wunderschön aus, das ist kein Thema. Aber ich stelle fest, dass mir die Landschaft mit Schnee und im Winter mit Eis mehr Angst macht. Also im Sommer zieht mich das so richtig an. Ja, da fühle ich mich sehr eingeladen und ich bewege mich da hier in den Bergen, als wenn es mein Wohnzimmer wäre, muss ich ehrlich sagen. Verstehe ich. Ja, und jetzt ist es ganz anders. Also ein passionierter
Alpinist oder Skitourenbergsteiger, der lacht mich jetzt wahrscheinlich aus, ja. Aber für mich ist das jetzt sehr, irgendwie doch sehr bedrohlich. Und ich wage mich auch als Läufer jetzt mit dem Schnee schon auch mal in die Höhen. Aber ich habe da irgendwie einen echten maximalen Respekt irgendwie. Und auf Ski. Aber jetzt ist die Frage, was ist die Angst? Ist das eine Angst, die wirklich rational ist nach Stürzen, Verletzen? Oder ist es wieder Romantik, unwirtlich sein in der Natur? Ja, eher das Letztere wahrscheinlich. Ich habe ja gar keine schlechte Erfahrung oder so. Natürlich sind schlimme Dinge passiert mit Lawinen und so weiter. Und die habe ich auch mitbekommen. Und da gibt es auch Leute, die ich zumindest über eine Ecke kenne, die da ihr Leben gelassen haben. Unschöne Dinge kriegt man jeden Winter hier irgendwie mit, dass da jemand ums Leben kommt auch oder schwer, schwer verletzt ist. Aber da fühle ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht so bedroht, weil ich den Sport mit auf Skiern auch nicht so betreibe, dass ich da in eine große Gefahr kommen könnte. Nein, das ist irgendwie eher so ein Gefühl. Ich laufe da, selbst wenn ich auf einfachen Halbhöhenwegen jetzt laufe, fühle ich mich da in der Natur nicht mehr so, ist mir das nicht mehr so vertraut. Also ich merke einfach, da ist so eine Landschaft, die zu mir vom Gefühl her einfach auch distanzierter dann ist. Hört sich jetzt blöd an, aber ich sehe es dann schon so als Beziehung, ja. Also ja, dass diese Landschaft. Das heißt, als du beschlossen hast, aus einem gestalteten Landschaftsraum aus München nach in den Chiemgau zu ziehen, hast du diesen Chiemgau auch immer nur im Sommer, im Frühjahr, im Herbst vorgestellt? Ja, ich war natürlich schon mehr im Sommer in den Bergen, klar. Also dass ich die Berge jetzt so im Winter jetzt so richtig erlebe, hat natürlich schon viel damit zu tun, dass ich jetzt einfach hier bin und auch, dass ich das mit den Skiern jetzt so probiere. Ja. Was ich am Schnee ja zum Beispiel anders gesprochen total toll finde, und ich habe einen rituellen Lauf immer an Silvester vormittags. Da fahre ich mit der S-Bahn oder mit dem Regionalexpress in Berliner Südwesten, Südosten, Entschuldigung, so Richtung Königswusterhausen, hab dann einen schönen Weg zurück, der durch so diese Seen- und Kanallandschaft führt und am Ende über die Müggelberge nach Berlin sind, immer so ungefähr ein Marathon. Mhm. Und ich finde das ja spannend, wenn es denn da mal wirklich Schnee liegt, ich hatte es nur zweimal richtig, dass dann zum Beispiel es auch einfach plötzlich auf einmal wieder hell ist. Dann ist dieser komische 31. Dezember auf einmal hell. Ja, klar. Das mag ich am Schnee schon. Ja. Nein, wir hatten hier letzte Woche hatten wir eben diesen ersten Schnee in Kombination mit Vollmond. Und das war komplett Magic, Clemens. Also das war total verrückt. Ich bin nachts um 2.30 Uhr musste ich auf die Toilette. In meinem Alter geht man öfters mal auf die Toilette nachts. Also so weit bin ich noch nicht. Ja, bei mir ist das jetzt so. Und dann schaue ich zum Fenster raus und dann ist diese ganze Bergkette taghell. Aber du kriegst, was ich ja mitbekomme, du bist ja auch sehr gut inzwischen connected mit den Einheimischen, mit den Rural Chiemgauern. Merkst du, dass man darauf wartet? Ist das noch sowas, dass man so dem Jahreslauf lebt und vielleicht auch, weil es ja früher mal im Tourismus wichtig war, dass der Schnee kommt? Oder sind Leute einfach nur genervt und kaufen Streusalz und fahren langsamer Auto? Oder auch nicht? Also ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich den Leuten hier jetzt Unrecht tue oder vielleicht liege ich auch falsch, aber ich habe das Gefühl, dass die Leute, die den Winter hier zum Sport nutzen, ja, also die, ja, im Prinzip die gerne Skifahren oder Skitouren gehen, die warten oder langlaufen auch, klar, also Nordic, die warten drauf, die freuen sich, scharren mit den Hufen sozusagen. Und für alle andere, die hier leben, ist das einfach nur nervig, klar. Also die wollen, dass es wieder warm wird und die sind genervt. Aber das ist ja vom Schneeschippen. Generell ein Phänomen der Moderne, dass Landschaft nervig geworden ist. Also dass man Tunnel drunter graben muss, damit man schneller durchkommt und Umgehungsstraßen wie einen Strich durch die Landschaft ziehen muss, damit Landschaft ist nervig. Also das ist ja, glaube ich, sowas, was wir haben den Peak dieser Entwicklung, glaube ich, überschritten, aber das war, glaube ich, schon
im letzten Jahrtausend, also im letzten Jahrhundert, tatsächlich ein Thema. Und vielleicht diese Sehnsucht, die auch im Trailrunning steckt, kommt ja auch daher, dass man auf einmal merkt, da haben wir uns irgendwas abgewöhnt, was aber total schön ist. Also diese Sache, ich weiß noch genau, wenn man, also, wäre jetzt nur wieder in Alpenberg oder mit meinen Eltern, wenn man dann als Kind noch klein war und noch nicht auf die ganz hohen Berge konnte, dann ist man immer auf Hütten gelaufen. Und da gab es viele Hütten, die hätte man auch im Auto erreichen können. Dann mit erst Seilbahn, klar. Und da war ich immer so maßlos enttäuscht, weil das eine Provokation mir gegenüber, dass der jetzt 2 Stunden gegangen bin und dann war auf der anderen Seite der Parkplatz. Ja. Also das ist ja auch das ist auch ein schöner... Das ist ja quasi eine Mogellandschaft. Ja. Und das ist ja auch der Unterschied zu vielleicht wirklich zu Stadtlauf und Trailrunning. Das Trailrunning, der sich zumindest diese Suggestion hingibt, dort zu laufen, wo man auch nur laufen kann. Was ja eigentlich toll ist, weil zu Recht kann man fragen, wir leben alle in der modernen Welt und auch wenn man an den Global Footprint denkt, kann man immer noch Fahrrad fahren. Warum läuft jemand 42 Kilometer durch Berlin immer im Oktober oder Ende September? Ich glaube, das letzte Septemberwochenende ist der Berlin-Marathon. Macht es nicht viel mehr Sinn, das mit Fahrrad zu machen? Es spart man Kräfte und ist trotzdem schneller. Also, und Trailrunning hat ja dann die Behauptung, nee, da wo wir das machen, da kannst du wirklich nur laufen. Also vielleicht ist das schon was auch nochmal in dem Dialog mit der Landschaft ganz interessant ist. Man macht etwas, was wirklich nur auf diese eine unique Art geht. Ja, ich glaube, dann ist es richtig geil. Glaube ich. Ja, also richtig geil ist es eh. Ja, richtig geil ist es eh. Nein, ich will auch, wie soll ich sagen, ich gebe den Leuten ja schon recht, die auch sagen, hey, Laufen ist Laufen und Laufen ist toll und es stimmt auch alles. Und ich habe auch schon tolle Läufe gehabt, irgendwie zum 180. Mal in München an der Isar, obwohl es ja nett ist, aber ich schon 180 Mal gesehen habe. Es ist, und trotzdem war es ganz toll, weil viele andere Dinge einfach an dem Tag passen. Du fühlst dich gut und vielleicht passt die Temperatur zu deinem Gefühl auch. Es sind ja so viele Einflüsse und Dinge, die dann passen oder auch nicht passen. Unabhängig von der Landschaft dann ja auch. Deswegen kann ich das schon gut nachvollziehen. Worauf ich nochmal gerne kommen würde, ist eigentlich diese Prägung in der Kindheit, was Landschaft angeht. Da ist mir nämlich die letzten Jahre oder seit ich laufe, wie ich finde, was Besonderes eigentlich passiert. Und zwar, ich bin ja weder aus München noch aus dem Chiemgau, sondern ich bin ja ursprünglich eben, wie du weißt, aus dem Schwäbischen. Schwäbische Alb, Mittelgebirge. Ja? Und du kennst sogar den Ort Clemens, wo ich quasi geboren und aufgewachsen bin, weil wir da das Rennen in Liechtenstein seit Jahren machen schon und du da, glaube ich, auch 2-3 Mal dabei warst oder noch. Ja, viermal sogar. Genau. Und ich bin ja zu der Zeit nie gelaufen. Also ich habe die Kindheit und die Jugend dort verbracht, quasi in diesem Mittelgebirge, aber nie wirklich als Läufer. Ich habe die Landschaft dort nie als Läufer wirklich erlebt und schon gar nicht als Trailrunner. Aber ich habe sie als Kind zumindest in einem Radius so von 2-3 Kilometern ums Haus erlebt, im Wald beim Spielen und so weiter. Ja. Und was ich ganz interessant fand, irgendwann mal habe ich natürlich angefangen damals dort zu laufen. Also immer dann, wenn ich meine Eltern besucht habe. Einmal im Monat, einmal in 2 Monaten. Immer wenn ich dort war, hatte ich die Laufsachen logischerweise dabei und bin dann in diesem Wald, in diesem Mittelgebirge ums Haus, in diesem Tal gelaufen. Und das war für mich so komplett magisch, also magischer sogar als die Läufe in den Hausbergen bei München oder auch hier im Chiemgau, komischerweise. Und ich weiß bis heute nicht, wieso das so war, aber diese Landschaft sich zu erlaufen und immer wieder solche Erinnerungen der kindlichen Prägung oder dieser jugendlichen Prägung damit dabei zu haben, immer wieder Sachen zu entdecken, die man irgendwie dann doch von vor 30 Jahren her kannte,
Also diese Kombination, die ist, die war zumindest eine Zeit lang wirklich, wirklich echt verrückt. So, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, wenn du da bei Marburg läufst. Ich habe da manchmal das Gefühl, es ist tatsächlich so eine, dass ich da, wenn ich in der Heimat bin, das mag aber auch mit, das will ich jetzt nicht tiefenpsychologisch oder psychoanalytisch überbewerten oder totdeuten, dass ich da unheimlich dazu neige, ganz viel in Läufereien zu imaginieren im Vorfeld und dann immer so irgendwas wirklich ganz viel zu wollen. Vielleicht auch, ich bin ja auch als ähnlich wie du, ich bin als ich da noch gelebt habe, nicht gelaufen. Erlebte Landschaft jetzt zum ersten Mal laufend und habe das Gefühl, dass ich da fast ein bisschen überfordere, dass ich da unbedingt was erleben möchte, was ich dann, ja, das ist das, was ich da an mir immer feststelle, dass ich tatsächlich, da ich habe einen ganz tollen Lauf gehabt, der war auch im Trailmagazin, das war in Pandemiezeiten, wo wir auch keine Reisegeschichten machen konnten, weil man konnte ja nicht reisen so richtig. Und da bin ich von Marburg, tatsächlich von meiner Wohnung, der letzten Wohnung in Marburg, die sehr, sehr schön war so ein 60er-Jahre-Zweckbau, aber direkt an der Lahn, also mit einer Tür im Keller, wo man wirklich das Kanu hätte rauslassen können. Und dort bin ich dann die ungefähr 35 Kilometer bis zu meiner Mutter gelaufen. Und habe da dann, das waren auch eher wieder so kulturelle Momente, mit da ist ein Schloss und da ist irgendwie die alte Stiftschule am Möhneburg, also ein alter Basalthügel, auf dem ich zur Schule gegangen bin, an dem ich vorbeigekommen bin. Wo ich sowas gemerkt habe, wie gut das funktioniert hat, ja. Aber das ist immer noch so, dass ich merke, da sind unausgesprochene, ich will nicht sagen Konflikte, aber Struggles mit Biografie, dass ich da immer in diese Läufe so sehr viel, also ich kann da stupide sagen, ich mache jetzt einfach mal 5 Kilometer in einem Tempo, dass ich trainingsmäßig, aber wenn ich diese langen Läufe mache, das ist immer noch sehr so ein Thema, ja, was mit meinem Leben zu tun hat. Ja, ja. Das, ich glaube, so wollte ich es auch sagen. Ich laufe da einfach anders. Ich habe da andere Themen mit im Laufrucksack. Und ja. Ja. Es ist wirklich interessant. Ich finde auch, also ich finde Läufe im Urlaub, also wenn ich jetzt irgendwo wirklich auch länger im Urlaub bin, 3-4 Wochen Sardinien, ja, und ich laufe da, das sind auch andere Läufe und nicht nur wegen der Landschaft. Es ist dann einfach. Nein, also ja. Das ist tatsächlich jetzt, eigentlich wäre das irgendwie jetzt schon mal ins Notizbuch geschrieben, ein super Thema für den 6. oder 7. Folge unseres Podcasts Urlaub. Weil Leute, man kann Urlaub nicht überbewerten. Das ist so was anderes und das ist so dankbar mit so einer Gelassenheit. Deswegen beneide ich auch Leute nicht. Ich habe die früher ein bisschen beneidet, die mit so einem radikalen, jetzt habe ich 3 Wochen, jetzt baue ich meine Leistung oder meine Grundlage für die Saison auf. Und das ist dann Urlaub. Ja. Aber ich finde dieses Laufen im Urlaub mit so einem, da habe ich auch die besten Läufe. Da war ich nur 6, 7 Tage, nee, nicht mal 4 Tage in Bologna. Und dann ist Julia schon nach Hause geflogen. Damals ist man noch geflogen, also meine Frau, alte Zeit. Und ich bin einen Tag später geflogen und bin einfach nur morgens mit dem ersten Zug nach Florenz gefahren. Und über den Apennin nach Bologna nochmal gelaufen, einen Tag. Okay. Und das war ein Ultra. Klar hatte ich den Druck, ich muss diesen Flieger kriegen. Aber es war einfach eine Art von Leistung auch, die wäre ich, glaube ich, in einem Rennen sicher, aber zu Hause hätte ich das nie gemacht. Und das war, fühlte sich rückblickend bis auf dann die letzten 10 Kilometer, ich erinnere mich gut, so leicht an. Ja. Ja, also Urlaub ist großartig. Ja. Aber Lauf im Urlaub ist Wahnsinn. Und auch da sage ich, der Lauf ist halt auch, das sehe ich, wenn ich dann irgendwie meiner Frau, die auch läuft, aber eher halt nicht die Umfänge, klar, ist auch nicht ihr Thema im Leben, die hat andere ganz viele tolle Themen. Und wenn ich dann merke, wie ich an so einem Ort, wir waren da letztes Jahr in Piran, letztes Jahr genau, also slowenische Adriaküste, und dann, wenn ich dann so nach 3 Tagen schon merke, wie ich eine Gegend begriffen habe und einfach die weitere Urlaubsplanung aus meinen Läufen heraus organisieren kann, das ist toll. Absolut. Das ist einfach, ja. Aber das müssen wir uns aufheben, Clemens. Wir müssen absolut uns Urlaub als eigene Folge unbedingt aufheben. Ja. Ja, das ist vielleicht sogar das Beste. Also Laufen, Urlaub, Landschaften erlaufen, diese Kombination.
Und Landschaften verstehen. Ich finde ja, und verstehen meine ich jetzt nicht rational, intellektuell verstehen. Das ist jetzt keine Aufgabe wie ein Dreisatz oder die Hypotenuse, keine Ahnung. Einfach, ich glaube trotzdem, wir haben auch ein bisschen aufgehört über dieses schnelle Reisen, über dieses irgendwo sein, die Idee des Ressorts, wo alles ohnehin nah am Hotel ist, wirklich Landschaft und auch Fremde ernst zu nehmen. Hm. Und ich glaube, da hilft Laufen total. Und es sei nur, ich weiß, eine super Landschaftserkenntnis, die ich hatte in Kitzbühel. Und jetzt wissen alle, die mich kennen, jetzt kommt wieder ein Tirol-Bashing. Ich wollte in Kitzbühel laufen und habe dann gemerkt, du kommst gar nicht aus dem Ort raus. Weil überall sind großspurige Grundstücke mit einem Zaun drumherum. Ja, also da würden jetzt die ganzen berühmten Trailrunner, die jetzt alle in Innsbruck leben, die würden dir jetzt wahrscheinlich was anderes erzählen. Naja, ich mag Innsbruck sehr, wie du weißt. Innsbruck ist eine tolle Stadt, die sich auch wirklich gut gemacht hat. Aber da fand ich es wirklich interessant, das mag in St. Moritz ähnlich sein. Also diese Städten, die sehr viel Geld haben und wo einfach ja Land besessen wird. Und das fand ich auch eine interessante Feststellung, zu merken, du kommst da gar nicht mehr so richtig raus, während du in Schweden, wo du das Allmannsretten hat, also du darfst zwar Land besitzen, aber du musst den Leuten gewähren, darüber zu gehen, da kannst du einfach freischnauze laufen und es ist, ja. Wollen wir noch über ein ganz schwieriges Thema sprechen? Gerne, ich mag komplizierte Aufgaben. Ja, pass auf, jetzt muss ich kurz husten. Und zwar muss uns in Zukunft die Landschaft in nächster Umgebung ausreichen. Da wollte ich noch mit dir vielleicht auch drüber reden. Klares Ja und klares Nein. Also ich glaube, ich glaube, wir müssen, ich finde auch, ich mag diese, jetzt bin ich wieder, dass so eine wohlfeile Antwort, die jetzt von mir kommt, aber ich mag diese Verbotssemantik nicht. Also diese alarmistische was ja auch den Leuten, die, was wir beide hoffentlich sind, und wir machen Laufmagazin in diesen Zeiten, das heißt, es ist schwer genug, die daran glauben, dass man was ändern kann, die uns ja immer nachgesagt wird, wir wollen dann einfach nur Verbote aufstellen. Nein. Ich glaube aber, dass wenn du begreifst, aus deinem Nahraum was rauszuholen, dass du dann auch viel achtsamer mit der Ferne umgehst. Ich glaube, das ist ein Schlüssel, der viel, viel entscheidender ist. Ja, das glaube ich auch. Ich finde es interessant, dass Leute, also ich habe eine Zeit lang das hier auch in Berlin gehabt, mit so einer Gruppe an Läufern, Läuferinnen waren da noch nicht mal dabei, wo wir die dann teilweise für einen Stundenlauf eine Dreiviertelstunde aus der Stadt rausgefahren sind und eine Dreiviertelstunde wieder rein und das aber alles mit so einer Semantik überhöht haben, dass jetzt Trailrunning, weil irgendwo in einem Wald ist, den man nicht kennt. Und ich glaube, dass wir, dass es hilft, mit der Nähe wieder glücklich zu sein. Und das passiert ja auch. Ich glaube auch, das ist ja am Ende Strukturentwicklung. Ich glaube auch, diese ganzen Gegenden, über die wir eben auch ein bisschen despektierlich geredet haben, dass da auch etwas fehlt, unserer beide Heimat zum Beispiel. Trotzdem ist, ich glaube, worüber wir auch reden müssen, wenn wir über Landschaft reden, sind die Momente, wo Landschaft vielleicht auch so in weite Ferne rückt oder wo die, wir hatten es ja eben schon mit dem Schnee, unwirtlich wird. Du hast jetzt Sachen hinter dir, die ich noch nicht erlebt habe, wahrscheinlich noch nie erleben werde. Ich denke so an Tour de Jean und so. Also wirklich an so ein über Tage und hunderte Kilometer ausgesetzt sein in einer Landschaft. Was ich tatsächlich nicht weiß, weil ich es noch nie gemacht habe. Nimmt man eine Landschaft noch wahr? Nimmt man sie anders wahr? Ja, man nimmt es natürlich. Also ich glaube schon, dass man die Landschaft schon intensiver wahrnimmt, aber natürlich trotzdem nicht mehr so immer ein Auge auf Sachen hat. Das geht ja auch gar nicht. Du bist ja auch müde und nee, so. Klar. Ja. Ja. Ja, man nimmt sie anders wahr, aber ich glaube trotzdem intensiver. Und ich fand es so interessant, du hattest ein Interview mit Timothy Olsen gemacht zu seinem PCT, also zu diesem wochenlangen FKT auf dem Pacific Crest Trail. Genau. Und das Interview fand ich super damals. Und was bei mir da hängen blieb, war von ihm die Aussage, dass er vor allem gegen Ende so eins mit dieser Natur wurde. Und er fühlte sich nicht mehr wie ein Mensch, sondern wie so ein wildes Tier, das da irgendwie lebt, ja, da wo er läuft. Das fand ich so auf der einen Art natürlich auch irgendwie so ein bisschen überzogen, ja.
Aber also ich glaube schon, dass das, ich weiß auch nicht, irgendwie mache ich mir immer Gedanken, was denn so das Maximale wäre, was man so erleben kann als Trailrunner in der Natur. Und ich glaube, dieses Zerschmelzen mit der Landschaft, also möglichst nahe irgendwie vom Gefühl her auch ein Teil von dem Ganzen sein. Also gar nicht mehr ein Fremdkörper sein, sondern irgendwie dazugehören. Das ist schon, glaube ich, so das schon irgendwie das Maximale an Gefühl, was man da entwickeln kann. Ich hatte das in der homöopathischen Dose, als ich mit meiner Frau eine Alpenüberquerung gespeedhike gerannt bin. Und wir haben uns eine Route gesucht vom Montafon über Graubünden, über den Bernina, die jetzt doch relativ, die war jetzt natürlich, das sind die altzivilisierte Gegend, nicht outside der Zivilisation, aber sie war so zum Beispiel, dass keine Übernachtung wirklich in einem Ort war, im Tal war. Und wir haben nach diesen 4,5 Tagen oder 5 Tagen, weiß ich noch genau, in Tirano im Felsin vor einem Schuhladen gestanden. Und haben schon nach diesen 5 Tagen irgendwie gemerkt, jetzt könnten wir was einkaufen. Mhm. Und da gibt's so, also das hat, so diese 5 Tage haben gereicht, um irgendwie, ja, sich da, wir sind sicherlich nicht wie Timothy Olsen eins mit der Landschaft geworden, aber ja. man hat irgendwie gemerkt, ja, was das mit einem macht, wenn man so aus so diesen Zusammenhängen, diesen alltäglichen Zusammenhängen rausgerückt wird. Ich habe schon das Gefühl, wenn man eben lange intensiv in so einer Landschaft ist, dass die einen ja irgendwie schon annimmt irgendwann einfach. Oder man ist ja egal, ob sie das macht oder du das mit ihr machst. Das weiß ich jetzt gar nicht. Da wird es jetzt vielleicht auch ein bisschen philosophisch dann, aber irgendwie passiert es ja und irgendwie ist es schon ein verdammt schönes Gefühl. Und klar, das merkt man natürlich, wenn man nach einer gewissen Zeit dann wieder so in die Zivilisation oder zu anderen Menschen und so kommt. Irgendwie finde ich aber, es ist einfach... Wir sind aber bei, ja. Ja, es ist so... Ist aber hoffentlich nicht sonderbar. Nee, sonderbar nicht. Aber irgendwie gehört wohl beides zum Menschen. Das ist ja das Komische. Das merke ich bei den Sachen. Beides gehört zum Menschen. Also, also das Zusammensein mit den anderen, diese Geselligkeit und sich auch damit auseinandersetzen, vielleicht auch mal mit größeren Menschenmassen, gehört dazu und ist wichtig und auch schön. Ja, ich meine, klar, es ist toll, auf einem Musikkonzert mit ein paar tausend Leuten zu sein und ja, und da auch irgendwie das Gleiche zu fühlen und für das Gleiche da zu jubeln und so, ist schön, total schön. Und oft, aber es ist halt auch schön, irgendwie in so einem Waldstück zu liegen und irgendwie das Gefühl zu haben. Ich hatte das tatsächlich mal auf eine sehr rückblickend irre Weise, es war eine der ersten Geschichten, die ich für das Trail-Magazin gemacht habe, die dritte, glaube ich, Trailrunning auf Grönland. Ja, genau. Und Grönland ist irre, weil Grönland besteht aus zwei, man muss sagen, es gibt eigentlich zwei Grönländer, das ist durch den nördlichen Polarkreis, durch den Polarkreis getrennt. Es gibt auch ganz eigenartige Gesetze, also südlich sind nur Haushunde erlaubt und nördlich nur Schlittenhunde, außer jetzt Polizeihunde oder Rettungshunde, was mit Übertragung von Krankheiten zu tun hat. Und dieses nördliche Polar, also das wirkliche Grönland, das sind ja Orte, es gibt keine Straßen, die sind nur mit Schiff erreichbar oder im Winter mit dem Skidoo. Und trotzdem haben die Zivilisation, es gibt dort Sportgeschäfte, in denen die Leute sich, damals trugen alles, war Sommer, es war sogar kurze Hosenwetter oben, war langärmlich, aber die Leute trugen alle Fußballtrikots der englischen Premier League, was ich interessant fand, die Inuits. Und ich bin da so gelaufen, nach Karte und nach Höhenmetern. Und das ist eine Landschaft, die ist im Sommer, ist die jetzt nicht fürchterlich schroff, das sind so sehr grüne, ein bisschen felsige Hügel. Im Tal ist es sehr, sehr sumpfig im Sommer tatsächlich. Deswegen lernt man auch, man läuft immer Fall bei Höhe. Und ich habe mich irgendwie den Höhenmetern verguckt und habe die ganze Zeit gedacht, jetzt nach dem Berg, also nach den Höhenlinien, habe irgendwie einen von diesen Kämmen ignoriert und habe immer gedacht, jetzt, wenn ich oben auf dem nächsten Berg bin, muss ich den Ort wiedersehen. Mhm. Und dann habe ich mich oben gerade noch umgedreht und gesehen, der Ort war schon hinter mir. Und in der Landschaft, die ja total lieblich eigentlich war, wäre ich dann, wenn ich den Berg runtergelaufen wäre, einfach lost gewesen. Klar. Ich wäre dann in einer Umgebung gewesen, wo es
keinerlei Ausschilderung, keinerlei Orte, kein Netz, zumindest nicht das Netz, was ich hatte, weil man da oben ja noch die alten D-Netze, jetzt kenne ich mich nicht aus mit Handysachen, also es gibt da noch, oder da waren das C-Netze sogar, also es gibt da noch ein anderes Netz, mit dem die Grönländer in diesen entlegenen Gegenden tatsächlich erreichbar wären. Ich wäre es nicht gewesen. Und das war eine ganz, weil es eigentlich eine liebliche Landschaft war, die auch spannend war. Ich habe auch mal eine Geschichte darüber geschrieben, noch viel später, vor ein oder zwei Jahren erst, als wir eine schöne Story im Trail-Magazin hatten zu Tieren. Das war dieser Lauf, wo mir eine Schneeammer, keine Goldammer, also ein kleiner, toller Vogel, wirklich über sicherlich 2 Kilometer neben mir geflogen ist, was sehr mystisch tatsächlich war. Ich bin kein mystischer Typ. Und dann gab es die Situation, dass ich gemerkt habe, diese Landschaft hier, die ist so groß und so weit. Mhm. Und ich habe das einfach komplett nicht auf der Pfanne gehabt in dem Moment. Und wenn ich jetzt nicht nochmal nach hinten geguckt hätte, gesehen hätte, da ist der Ort, wäre ich einfach den Berg runtergelaufen, hätte mich gewundert, dass auf der nächsten Höhe kein Ort kommt. Mhm. Und das war für mich so, wo ich nochmal für mich gemerkt habe, wie viel größer Natur doch auch sein kann. Und es gibt halt Situationen, in Pyrenäen denke ich dran, Buff Epic Trail, wo die Wände einfach so steil sind, dass ich dann als Flachland-Tiroler, wie man in Tirol früher mal sagte, also als jemand, der nicht alpin aufgewachsen ist, sofort eine gewisse Achtung hat, aber da war es einfach so, ich wäre da, ja, ins Nichts gerannt, vermutlich. Klar. Zum Glück bin ich es nicht. Ja, also auch eine eindrückliche Landschaftserlebnis. Ja. Absolut. Ja, ja. Ja. Und trotzdem habe ich dann auch gesagt, dass Leute, ich war auf dem Färöern oder auch mich gefragt haben, wie ist es auf dem Färöern? Das ist vielleicht auch wieder eine Sache, wo wir andocken an diese Frage. Müssen wir den Nahraum erleben? Am Ende ist es auf den Färöern auch wie in Schottland. Nur Schottland ist leichter zu erreichen und vielleicht, ich mag es nicht, dieses so zu tun, als sei der Harz schon die Alpen und als sei der nächste Hügel links von Berlin schon der Harz. Aber ich glaube schon, dass wir mit einem wachen Blick und einer Lust auf Entdeckung Landschaft überall finden können. Schöne Landschaft. Auch Landschaft, die uns bereichert, die uns fordert, die Geschichten lostritt, die uns beschäftigen. Ja. Nee, also ich glaube, das es kommt drauf an, was man daraus macht. Das hört sich jetzt blöd an, aber... Hört sich gar nicht blöd an. Ja, also ich glaube auch, dass man... Also dieses Crossing Germany, das wir gemacht haben, das war doch auch so ein gutes Beispiel, oder? Total, absolut. Das war richtig, richtig. Diese Anreihung der Mittelgebirge, Taunus, Rhön, dann am Schluss Thüringer Wald. Der Eifel-Hunsrück vorher. Ja, Wahnsinn. Also alles für sich tolle Landschaften und in Kombination erst recht, also hintereinander. Also da war ich schwer beeindruckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich habe mich ja neulich mit Philipp Reiter hatten wir dann noch mal kurz drüber geredet, der ja damals als Fotograf 2 Tage dabei war. Mhm. Ja, ist ja auch ein Kind der Alpen. Und aber auch der konnte der Sache da wirklich sehr viel Faszination absprechen, auf jeden Fall. Ich glaube, man braucht halt einfach einen Blick dafür und muss das auch irgendwie alles. Und ich glaube, was bei Crossing Germany auch so toll war und was, glaube ich, was den Reiz daraus gemacht hat, war die Logik der Aufgabe. Ah. Das wäre nicht nur irgendeine Landschaft, die man irgendwie als Eventfläche bespielt, sondern es war einfach, wir laufen jetzt in einer relativ geraden Linie von West nach Ost. Ja. Und das sind halt die Landschaften, die sind da. Und das hat ja was sehr Unmittelbares. Das verweist ja auch in Generationen jetzt unserer Großväter und Mütter, die noch so gereist sind oder so gelebt haben, wenn man irgendwie als kleiner Landwirt im Vogelsberg, jetzt bin ich wieder im Vogelsberg, ein bisschen Geld machen musste, hat man seine Eier nach Frankfurt auf den Markt getragen und ist so Wege gegangen. Und ich fand das bei Crossing Germany einfach ganz toll, dass es einfach so eine logische Linie war und diese Landschaft auch wirklich eine ehrliche, aufrechte Aufgabe war und nicht nur ein, da können wir jetzt auch da hochlaufen, dann links, dann wieder runter. Nee, es war, das war ein Weg. Also ich meine, wie ich schon sagte, die Landschaft, die ist auch immer nur so, wie du sie dir zur Aufgabe machst.
Also wenn man jetzt, sagen wir mal, ganz bewusst die Alpen nutzt, um eine Woche da verschiedene Touren zu laufen in einer bestimmten Region der Alpen, dann wird man da ja auch in der Landschaft andere Sachen erleben, wie wenn man sie möglichst schnell überqueren will. Also ich bin zum Beispiel, als ich von München damals nach Istanbul gelaufen bin, über die Karawanken gelaufen, ja, und ja. Also im Nachhinein habe ich natürlich einfach versucht, an dem Tag die möglichst schnell einfach zu überqueren auf dem schnellsten Wege. Das war halt irgendwie die Aufgabe. Also ich habe mir schon erlaubt, in gewisser Art und Weise das natürlich zu genießen und auch mal anzuhalten. Aber klar, man versucht bis zum Abend da einfach drüber zu sein. Und hätte ich mich jetzt einfach bewusst 3 Tage mit den Karawanken auseinandergesetzt und ich hätte mir da ein paar schöne Tagestouren zusammengestellt, hätte ich die natürlich anders erlebt. Das ist doch ganz klar. Also, es muss man. Aber ja, vielleicht war gerade diese Verknüpfung, ja, dass du diese dass du einfach ein Ziel hattest, ja, auch super wichtig für die Wahrnehmung. Und ich fand das auch, ich erinnere mich auch an die Ausstellung im Film, einen der wirklich super spannenden Teil, auch diese Passage. Ja. Ja, absolut. Ich habe neulich ein Buch gelesen. Wir hatten ganz am Anfang ja von der Folge jetzt, von dem Podcast, doch über diese Landschaftsromantik gesprochen. Mhm. Ich habe neulich ein tolles Buch gelesen. Offene See heißt es. Da geht's um einen jungen Mann, der aus dem Norden Englands kurz nach dem Zweiten Weltkrieg unbedingt mit seinem Lebensmodell, dass er halt auch Bergbauarbeiter werden muss wie sein Vater, weil das halt so ist, brechen will und er will zumindest, bevor dieser Berufsalltag angeht, den Sommer nochmal nutzen und um ans Meer, also nach Süden einfach zu laufen. Er will einfach mal das Meer in Südengland sehen, ja, weil das ganz anders sein soll, wie alles, was da oben eben ist. Und dann macht er sich tatsächlich nach der Schule auf den Weg. Wann spielt das? Und ist da, ich weiß nicht, 4 Wochen oder so zu Fuß unterwegs, ja. Und er hat natürlich ein Ziel, ja, aber er hat unglaublich viel Zeit einfach, ja. Er hat einfach Zeit. Also ihn drängt eigentlich jetzt nichts. Und das ist das Schöne. Er hat ein Ziel, aber er kann sich mit der Route und dieser Natur komplett auseinandersetzen. Und die Kombination, das fand ich so toll. Also das ist gar kein Laufbuch, ja. Der läuft. Offensichtlich ja doch. Ja, ist doch ein Lauf, aber er wandert so, ja, und er nimmt diese Natur wahr und er ernährt sich quasi nur mit dem, was der Wald ihm so gibt. Aber vielleicht ist das, glaube ich, auch ein ganz gutes Bild auch für das, was wir eigentlich mit Läufen machen, sei es im Wettkampf oder nicht. Einerseits das Ziel vor Augen zu haben, aber sich dann doch auf dem Weg zu verlieren und in dem Weg immer wieder neue Ziele zu finden. Ja. Ja, das ist ja, diese Ultra-Trail-Geschichte, ja, die wir ja begleiten, auch mit dem Magazin ja recht intensiv. Also ich spreche jetzt wirklich von Ultra-Trail-Wettkämpfen. Mhm. Das geht ja beim einen oder anderen Ultra-Trail geht es ja in die Richtung. Der UTMB ist da jetzt natürlich nicht das beste Beispiel dafür, weil da geht's natürlich am Ende auch um Zeit und um wie schnell warst du auf der Runde und hast es in unter 30 Stunden oder in unter 35 geschafft und so weiter und so fort. Aber im Prinzip sind doch viele Ultra-Trail-Rennen geht es schon in die Richtung, dass du die Möglichkeit hast, dann doch dir Zeit zu lassen und diese Landschaft, die du da ausläufst, erlebst. Ja. Und das ist ja eigentlich das Schöne. Und wahrscheinlich ist das auch in der Kombination dann doch auch der Grund für diesen massiven Erfolg von der Wettkampfform. Ja, ich glaube, der massive Erfolg auch von, oder ich will jetzt gar nicht, Erfolg klingt so pragmatisch. Ja, ich glaube auch, die Tatsache, warum das viele Leute so im positiven Sinne ergreift, dass man merkt,
da passiert unterwegs was, was man ja vielleicht auch immer, das ist so meine Erfahrung, dass ich auch schon zumindest 50 Meiler gelaufen bin, dass man eigentlich das erste Mal denkt, man ist halt ein Rennen, nur es ist ein längeres Rennen. Und dann merkt man, dass da zwischendurch doch sehr viel mit einem passiert. Und das hat schon auch mit der Landschaft zu tun und mit der Art, wie man das Unterwegssein auf einmal zu einem Ziel erklärt. Mhm. Und was sich ja auch in der Tatsache spiegelt, dass sicherlich ein höherer Prozentsatz von ambitionierten Läufern, ambitionierten Läuferinnen in einem Ultra-Trail sagen wird, ihnen ist am Ende die Zielzeit zweitrangig im Vergleich zu einem urbanen Straßenlauf. Ja. Da gibt's, ja, also ich sage jetzt wirklich von Leuten, die von sich sagen würden, sind jetzt ein ambitionierter Läufer, eine ambitionierte Läuferin. Das ist generell, wenn auch bei einem Stadtmarathon viele Leute hat, denen die Zeit egal ist, was ihnen gegönnt sei, ist ein anderes Thema. Aber ich glaube, unter den wirklichen Läufern, Läuferinnen ist, glaube ich, dieses, das ist das, was ich dem Ultra-Trailer, dem Trailrunning hoch anrechne, ist der Moment, ist das Momentum zu sagen, mir geht's um das, was unterwegs passiert, doch sehr hoch. Eine Sache habe ich ja noch, die würde ich im Zusammenhang mit so ganz großer Landschaft in meinem Leben nochmal erleben, aber mir rennt Jahr für Jahr davon, ich werde immer älter und gebrechlicher und ich weiß nicht, ob ich das nochmal hinbekomme. Kennst du diesen Fernwanderweg E7, Clemens? Der quasi den Alpen folgt. Ja, der den Alpen folgt, also der fängt in Triest an, da Slowenien und... ja, zieht sich dann in so einem Bogen, in so einem langen Bogen bis Monaco. Ich weiß nicht, ich glaube 2.500 Kilometer. Also irgendwie denke ich oft an dieses Ding und ich versuche mir das so zu visualisieren, ja, wie das wäre, wenn man so Wochen unterwegs wäre. Das ist halt schon das europäische Pacific Crest oder so, das ist auf jeden Fall. Es ist halt deutlich... besiedelter vermutlich, also ich kenne ihn so nicht. Weißt ja. du, wie ist der bei den Menschen? Also der ist dann wirklich aber auch in den Höhen. Also der geht jetzt wahrscheinlich gar nicht runter in Städte, Dörfer. Ja, ja. Oder wie? Ich glaube, das ist schon relativ in Höhen, aber also gut erschlossen. Also du kannst da wirklich von Hütte zu Hütte und kommst einfach auch unter und kannst wahrscheinlich auch teilweise auch gut vorbuchen und so in Hütten. Das wird wahrscheinlich schon klappen, ja. Man ist halt lange raus und man hat auch nicht die Gewissheit, dass man da ankommt. Also das sind eher 3 als 2 Monate vermutlich. Wahrscheinlich, ja. Aber es ist so ein Ding, wo ich mir... Da komme ich nicht von los, ja. Wenn man so von so Lebensträumen spricht, die man hat, dann ist das auf jeden Fall etwas. Also ich glaube, die Alpen als Landschaft in so einer Komplexität einfach zu erleben, oh, ich glaube, das ist schon super. Ja. Ja, es ist wahrscheinlich von den wirklichen Trails in Europa auch die längste logische Strecke. Das weil es halt wirklich ein Thema einfach von A bis Z abschließt am Ende auch. Das ist ein Wow. Naja, aber jetzt sind wir natürlich, wenn wir über Landschaft reden und über das Erleben von Landschaft als Läufer, natürlich wieder bei diesen ganz langen Sachen. Ja. Aber vielleicht ist es das ja auch. Vielleicht hat es dann doch auch was mit der Länge zu tun und mit diesem sich absolut und vollständig auf sowas einzulassen. Vielleicht ist es dann ja auch intensiver. Ja, wobei die Länge finde ich schon eine Länge auch relativ ist. Also ich erinnere mich, als ich zum ersten Mal auf dem Funderer Höhenweg war, gerade klar, das Funderer Höhenweg Südtirol, also Zillertaler Alpen noch auf der Südtiroler Seite, um es euch da draußen zu erklären. Und da bist du ja auch 2 Tage in so einem Hochtal, aus dem du nicht mal mehr auf die runter Richtung Sechsten oder wohin auch immer. Also in Richtung, in die besiedelnden, also Fund zum Beispiel, in die besiedelnden Funders, in die besiedelnden Orte gucken kannst. Und das ist schon, da reicht schon auch so ein Tag, wenn du den erlebst und dann so ein fast schon so einen cinemaskopischen Western-Film-Gefühl dann hast, weil du einfach in der Landschaft bist, aus der du eben nicht in die Zivilisation gucken kannst. Und das fand ich schon, also da reichen schon auch, ich glaube, es geht um die Differenz zu den alltäglichen Wahrnehmungen und das geht schon auch deutlich schneller als auf 2.500 Kilometern. Naja, wenn es um die Differenz geht, dann funktioniert es auch, wenn ich in der Mittagspause hier auf die Gscheurer Wand hochrenne, wo ja wirklich auch niemand ist und dann stehst du da oben
und dann siehst du schön über den Chiemsee drüber oder wahlweise, wenn man sich dann so oben nach links dreht, ins Kaisergebirge. Also klar, da ist man ja auch raus. Und letzten Endes liegt es ja an einem selber, wie man sich auf Sachen einlässt und wie sehr man das auch erlaubt, einfach so eine Begeisterung ja aufzubauen. Ja? Ich meine, weggucken ist immer einfacher als hingucken. Man muss es halt auch tun. Ich glaube, das ist, da sind wir beim Schlüsselpunkt und ich will nicht jetzt keine absoluten Zahlen wissen, wie viele Menschen StarterInnen bei einem alpinen Ultra-Trail sich am Ende gar kein wirkliches Verständnis davon machen, wo sie da gerade sind. Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass jede, die beim Zutsch startet, dir sagen kann, wie ist eigentlich die logische Runde um die Zugspitze? Mhm. Nee, die logische Runde um die Zugspitze ist die, wo die roten Fahnen hängen, denen man entlangläuft. Mhm. Also ich glaube, das ist auch jetzt ein Aufruf oder an euch alle da draußen, euch Wanderkarten zu kaufen und euch auf Landschaft einzulassen. Also wirklich, absolut. Bin ich aber auch ganz schlecht, muss ich zugeben. Ich habe einen guten Laufkollegen, Freund aus dem Allgäu, du kennst ihn, der begeistert mich total, wenn du mit dem unterwegs bist. Der kennt im 360-Grad-Blick kennt er alles, überall und immer. Der kennt jeden Gipfel. Das ist unfassbar. Der beschäftigt sich da einfach damit und hat ein großes Interesse, wie sich die Sachen so nennen und begeistert mich sehr. Würde ich auch gern können. Also ich würde Landschaft nicht nur gern einfach mir erlaufen und erleben, ich würde sie gerne auch benennen können. Und da bin ich, glaube ich, zu faul. Das ist also eine Charaktersache dann. Es gibt ja Leute, die beschäftigen sich da richtig damit und sitzen mit Karten dann daheim. Das kann ich auch gut. Das kannst ist tatsächlich du das gut, auch, ja. Kann ich sehr gut, ja. Ich finde auch, es ist. Bin ich neidisch. Und zwar mit Stadtplänen genauso und ich brauche das aber auch. Also wenn ich auch im Urlaub bin, ich muss eigentlich am dritten Abend irgendwie die Wege in Bergamo, um Beispiel zu nennen, gefühlt aus dem Gefühl heraus gehen können. Das ist so ein bisschen so eine, vielleicht auch eine Angst, glaube ich, von der Topografie in Besitz genommen zu werden. Dann will ich lieber, also ich brauche dieses Gefühl, zumindest theoretisch zu wissen, in welche Richtung ich jetzt wieder rauskomme. Ja, das ist schön. Sehr wichtig. Weil bei mir ist es anders, wenn ich mit einer Gruppe Freunde laufen gehe und wir stehen irgendwo, dann erklären die und das ist da hinten ist das und das ist das und das ist der Berg und das ist der Kogel. Und dann sage ich, ach, okay, ach, da sind wir, okay. Ach, und das da hinten, ach, echt, das ist der Großglockner, okay. Ich dachte, wir sind irgendwo ganz anders. Kann mir auch passieren. Aber vielleicht ist das dann auch so eine Unbedarftheit oder fast schon so eine naive Herangehensweise, die in gewissen Situationen natürlich auch nützen kann. Ich wollte sagen, du bist dann auf jeden Fall näher dran an einem unmittelbaren Gefühl. Das ist natürlich auch, weil umso mehr du eine Sache schon wieder theoretisch ergreifst. Goethe hat gesagt, je mehr wir wissen, desto mehr sehen wir auch. Da ist sicher was dran. Aber gleichzeitig ist es natürlich so, dass man von einem Wasserfall, der plötzlich vor einem auftaucht, was mir jetzt tatsächlich in Bergell so ging, den ich nicht kannte, ganz anders ergriffen ist, als wenn man schon die 3, 4, 5, 25 Laufminuten vorher weiß, da kommt jetzt dieser Wasserfall. Und das ist ja zu Zeiten von Instagram und von Zeiten so, wo die spektakulären Bilder der Alpen eigentlich, oder welcher Landschaft auch immer, eigentlich alle schon längst omnipräsente Bilder sind, ist das natürlich auch längst ein Gefühl, was immer schwerer wird, einfach wirklich um eine Ecke zu biegen und auf einmal erschlagen zu sein von der Visualität einer Landschaft. Mhm. Ja. Ich glaube, wir schaffen es nicht in einer Podcast-Folge, diese Landschaft, die wir meinen. Ja. Sie ist halt ein weites Feld, die Landschaft. Ein weites Feld. Ich glaube, wir schaffen es auch nicht. Wir reden schon, ich glaube, weit über eine Stunde darüber. Ja. Und ich glaube, wir kommen zum Ende und können eigentlich wahrscheinlich nur sagen zu den Hörerinnen und Hörern, man muss es einfach sehen. Ja, total. Man muss es sehen und man muss es sich erlaufen. Und für jeden ist es wahrscheinlich auch anders. Aber um zum Anfang des Podcasts auch nochmal zurückzukommen, jetzt ganz am Ende. Trailrunning ist Trailrunning und Laufen ist Laufen. Es sind unterschiedliche Sachen. Und es hat eben dann doch auch viel mit
ja, der Landschaft zu tun, wo man es dann tut. Ja. So ist es halt. Ja. Und wie man es in der Landschaft tut. Ja, und wie man es tut, genau. Und ja, wie man die Landschaft einfach sein Freund sein lässt. Man weiß ja auch, mit Freunden ist es auch nicht immer einfach, deswegen kann es auch mit der Landschaft nicht immer, also muss es auch mit der Landschaft nicht immer einfach sein, das sind ja schon auch fordernde Momente, aber damit meine ich jetzt nicht, jeder soll sich mutprobenartig in Downhills oder Uphills stürzen, aber was du beschrieben hast mit dem Schnee, das ist ja für jeden anders, auch diese Unwirtlichkeit in der Landschaft zuzulassen, dieses sich da vielleicht auch mal unwohl fühlen in der Weite, in der Höhe, in der das gehört vielleicht auch dazu, vielleicht ja auch in der Kulturlandschaft, wenn man, du kennst es besser als ich, wenn du da in Serbien entlang von dicht befahrenen Trackerrouten gerannt bist und die Außenspiegel gefühlt auf der Schulter hattest, ist ja auch eine Landschaftserfahrung. Ist eine Landschaftserfahrung und eine Erfahrung, wie bescheuert Menschen sein können. Ja. Aber auf jeden Fall, Landschaft ist was Großartiges und die Gabe oder die Lust, nennen wir es die Lust, durch diese Landschaften zu laufen, ist nicht minder großartig. Ja. Also Leute, jetzt sind bald ein paar freie Tage für die meisten von uns. Einfach rausgehen und einfach mal mit einem anderen Blick vielleicht auch die gewohnten Routen oder andere Routen. Guckt euch an, wie es da draußen ist. Also lass es uns doch so machen, Clemens. Ich versuche mich hier auf den Winter einzulassen, ja, und mich mit ihm noch mehr anzufreunden. Und du erläufst dir die Kulturlandschaften über die Feiertage. Ja, ich bin tatsächlich auch ein bisschen draußen. Also ich bin umso schöner. Ländlichkeiten. Ja, genau. Und dann bedanke ich mich recht herzlich bei dir. War ein schönes Gespräch. Ja, super. War ganz mir toll. Eine Freude. Und das mit dem Urlaub, die Folge mit dem Urlaub, vielleicht müssen wir die auch vorziehen. Ich weiß es nicht. Das ist eine schöne Sache. Super. Ja. Clemens, vielen Dank. Super. Ja, danke euch allen da draußen, die ihr zugehört habt. Und wenn ihr eine Idee habt, wenn ihr Landschaftserfahrung teilen wollt oder Landschaften kennt, die vielleicht unterm Radar liegen, durch die wir unbedingt alle rennen sollen oder vielleicht gerade nicht alle, gerne auch eine Mail ans Trail Magazin, würde uns freuen. Genau. Gute Zeit. Bis bald. Ciao, Clemens. Ciao.